Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Durch die Wand Licht stehlen. Zao bi tou guang. Übersetzt von Nathalie Emmert. Zur Zeit der westlichen Han-Dynastie lebte ein Minister namens Kuang Heng. Kuang Heng las und lernte von klein auf gerne. Doch seine Familie war sehr arm und konnte ihn deshalb nicht in die Schule schicken oder Bücher für ihn kaufen. So lieh er sich oft Bücher von Freunden und Nachbarn und las diese jeden Tag. Als Kuang Heng älter wurde, musste er seinen Eltern bei der Arbeit auf dem Feld helfen und konnte seinem Hobby nicht mehr nachgehen. Er arbeitete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und hatte nur mittags eine kleine Pause zum Lesen. Um nach Sonnenuntergang zu Hause zu lesen, bräuchte Kuang Heng ein Licht. Doch seine Familie konnte sich keine Öllampe leisten. Dies bereitete Kuang Heng sehr viel Kummer und er konnte sich immer weniger seinem Interesse widmen. Eines Abends, als Kuang Heng schon im Bett lag, sah er einen kleinen Lichtstrahl. Bei genauerem Hinsehen merkte er, dass dieser aus einem Spalt in der Wand kam. Die Nachbarn hatten wohl ihr Licht an und es gelang durch ein kleines Loch auf die andere Seite. Kuang Heng vergrößerte das Loch mit einem Meißel und begann mit Hilfe des Lichtstrahls sein Buch zu lesen. Da er nun jeden Abend Licht hatte, konnte Kuang Heng wieder täglich lesen und wurde nach einigen Jahren zu einem erfolgreichen Minister. Heutzutage sagt man, durch die Wand Licht stehlen, wenn jemand trotz jeglicher Anstrengungen fleißig lernt.凿壁偷光。西汉时期，有一位大臣名叫匡衡，他从小就热爱学习和看书，但是由于家境贫寒，他的父亲没有钱供他上学，也没有钱给他买书，所以匡衡只能借别人的书来看。几年后，匡衡长大了，必须到田地里帮父亲干农活，他从太阳升起干到太阳下山，只有午休的时候才有一点时间用来看书。失去了白天的读书时间后，匡衡只能利用晚上的时间来看书。晚上看书需要点油灯，然而匡衡家实在太穷了，买不起灯油，这让匡衡非常苦恼。一天晚上，匡衡正躺在床上，突然发觉从东边的墙上透出一小道光。他走过去一看，发现墙壁上有一道小缝，邻居家的灯光穿过这道小缝照了进来。匡衡灵机一动，拿起小刀，偷偷地把这道小缝弄大了一点，使光线更加充足。之后，匡衡每天晚上都会坐在这道小缝前，借着邻居家的灯光看书。经过刻苦的学习，他最终成为了一位有文化的人。现在，人们用凿壁偷光来形容某人读书勤奋刻苦。